und die Sonne brennt. Und wir schwitzen ohne Ende. Du sammelst kräftige Ernährungspumpen, mein Freund. Unser selbstgewähltes Schicksal. Hammer! Yes. Wann wird denn das mal wieder flacher hier? Flach ist langweilig, oder? Was? Alter Falter. Nicht hammerhart, Hammer Nordheim. So, mein Lieber. Let's go. Haben wir uns überhaupt schon begrüßt? Nee. Vorhin aus dem Auto raus. Echt? Doch, doch, doch. Ja, mit Handschlag so. So förmlich. Handschlag sogar? Ja. Schon vergessen. Hier rechts hoch müssen wir. Hier rechts hoch müssen wir. So. Ja. Ja. Ach du Schande, was ist hier los? Hindernisse on our way. Baum, Wurzeln und Bäume. Achtung, steile Rampe. Hier nach unten. Hier auch sehr steil, Achtung. Ja, und wir stoppen. Ja, super. Damit kräftiger Ernährungspunkt, mein Freund. Warum denn? Man wächst an den Herausforderungen. Hier bist du halt so schön am Waldrand und kannst noch mal weit gucken ins Tal. Da gucken wir doch noch an, ne? Ja. Ein bisschen lauter. Das ist ein bisschen steil, pass auf. Weiter geht's. Da ist die Hütte.
Bald geht's links ab eine Kehre. Hier links rein. Und Dirk, was sagst du zu unserer Strecke bis jetzt? Eisfrei. Hammer, oder? Ich würde sagen, dass Nordrhein so etwas zu bieten hat. Hättest du nicht gedacht, ja? Hätte ich nicht gedacht. Huiuiui. Siehst du mal, was ich dir noch alles zeigen kann? Gleich besser. Ja. Und wie ist es? Hallo, moin, danke. Da waren wir doch schon mal. Super. Und jetzt? Moin. Moin. Hier.
Ja. Und dann rechts in den nächsten Trail. Hier. Was ist da los? Der ist ein bisschen groß. Leute, Leute, Leute. Jo, und jetzt geht's hier die Treppe hoch. Links schieben. Guck mal da. Super. Gut, hast nicht zu viel versprochen. Gut, die Strecke oben. Der Kammweg ist erste Sahne, oder? Den machen wir nochmal und dann fahren wir in einem durch. Wenn wir fit sind. Genau. Alles super. Ja. Hast du gut ausgesucht? Ja. Hast dir ein Lob verdient. Siehste, danke. Sternchen setzen. Auf Metall oder? Muss gucken. Gleich spitz kehre links. Dann nach rechts hier. Moin. Dieter Trailrun Strecke haben wir rum. Jetzt geht's in den Northeimer Wald. Die letzten 20 Kilometer. Thank you.
Flach ist langweilig, oder? Was? Flach ist langweilig. So, wir kämpfen uns jetzt hier im Berg wieder hoch und die Sonne brennt und wir schwitzen ohne Ende, oder? Wir schwitzen! Jawohl! So soll es sein! Transpiration! Ey Leute, es ist echt Hammer. Heftig hier hoch, weil es auch so heiß ist, aber wir müssen da durch. Unser selbstgewähltes Schicksal. Und wir machen es gerne und wir haben Spaß dran. Oder Dirk? Hammer! Yes. Wann wird denn das mal wieder flacher hier? Boah, knüppelhart. Jetzt die ganze Zeit berghoch. Prallen Sonne. Oh. Ah, gut rein. Ich glaube, wir haben schon über 900 Höhenmeter. Alter Falter. Das war's jetzt. Hammer, oder? Hättest du gar nicht gedacht, dass man hier so viel Höhenmeter schrubben kann. Nicht hammerhart, Hammer Nordheim. Jawohl. Aber noch nicht am Ende, es geht noch ein bisschen weiter. Aber die größten Hügel haben wir geschafft. Von jetzt an geht es eher moderat dahin und die letzten 10 Kilometer rollt es dann so an der Ruhme entlang Richtung Nordheim wieder aus. War eine schöne Tour bis jetzt. Sehr schön. Auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber auch affig warm. Aber so ist es halt. Weiter geht's. Wow.
jetzt haben wir 37 Kilometer rum, ungefähr 1000 Höhenmeter plus 1000 Höhenmeter minus. Jetzt so rollen wir so flach dem Ziel entgegen, noch ein bisschen schön an der Ruhme entlang und dann Richtung Northeim und dann werden wir, glaube ich, noch mal schön in einem Eiscafé einkehren und unsere Tour Revue passieren lassen und ein bisschen die Speicher auffüllen mit irgendwas Leckerem. Das haben wir uns verdient, glaube ich. Haben wir uns das jetzt verdient? Haben wir! Eiscafé! Jawohl! Jawohl. Ich kann es schon riechen! Zum Abschluss noch ein bisschen Trail. Oh, Leute. Ja. Push it, push it. Yes. Ich glaube, der hat sogar schon mal den Triple Ironman gemacht. Ah ja, krass. Kommt die Brücke wieder. So, jetzt sitzen wir im Eiscafé, wohlverdient, und werden uns erstmal ein Frappé Erdbeer gönnen. Fazit zur Tour? Ich kann noch nicht sagen, ich bin noch zu geflasht. Zu geflasht, also positiv überrascht. Positiv, ja, nicht überrascht, positiv beeindruckt. Genau. Was hat das alles hier zu bieten? Wietherwald und Northeimer Wald. Und wie viel Grad hatten wir? Bestimmt 28 oder 29. Es war nicht ohne von den Temperaturen. Ja, war's okay. Auf der Geraden mag das gehen, wenn wir jetzt gerade gefahren wären zum Seeburger See oder so, so entspannt dahin, dann, aber berghoch, dann, ja, da kannst du schon ein paar Liter rausdrücken. Und denn an dem Hang ist es ja auch noch mal heißer. Ja. Hätte ich das auch mal gestellt. Ui, danke schön. Kann ich so einen Pott auch noch kriegen, bitte? So eine. Ja, ohne Eis? Ja. Der Cup sieht ja sehr lecker aus. Ja, so, Dirk hat jetzt auch noch eine Apfelsaftschorle gekriegt. Oh. Wir lassen es uns jetzt gut gehen hier im Café und erstmal runterkommen und relaxing, ist angesagt. Füße hoch.